Ja, ich glaube fast, es gibt nur eine Antwort. Das ist beschäftigt sein, interessante Aufgaben haben und halt einfach arbeiten. Was manchmal hart ist natürlich, sehr hart sogar. Aber es hält einem einfach jung und also jung. Ich will nicht jung bleiben, gar nicht, sondern einfach frisch und aktiv können sein. Und da kommt auch noch dazu, dass man sagt, wenn man auf der Bühne steht, dann kommt man einfach von den Zuschauern, denen etwas gefällt, kommt man einfach positive Strahlungen über. Und ich bin der einzige Empfänger von diesen 100, 500 oder 1000 Leuten, die positiven Strahlungen ausströmen. Und das ist vielleicht auch eine Gesundheitsquelle. Ich tue mich eigentlich mit dem einfach überhaupt nicht beschäftigen. So gut, ich tue mich auch mit dem Alter eigentlich nie beschäftigen. Ich habe manchmal nie gewusst, wie alt ich bin. Ich habe manchmal den Leuten ausrechnen, 33 geboren, da bin ich jetzt im 76. Habe ich nie gemacht. Einfach, es hat mich nie beschäftigt, eigentlich, das Alter. Erst als ich 80 war, da war so ein Medienrummel. Alle haben Interviewwellen und plötzlich bin ich am Morgen, als ich verwacht bin, habe ich plötzlich realisiert, Emil, weißt du das? Du bist 80. Weißt du, was das heisst? 80. Wenn du andere Leute siehst, die 80 sind, du bist jetzt 80. Ich habe das gerade wieder müssen wegstecken. Ich habe gar nicht weitergrübeln, was das heisst. Und dann habe mich einfach nicht so alt scheinbar gefühlt. Aber der Kalender zeigt schon, du bist einfach 88. Ja, man sagt manchmal, ältere Leute können lustiger sein untereinander, können lustige Witze erzählen, können auch gerne zweideutige Witze erzählen mit dem Alter, das ist komisch. Und ich glaube, die sind natürlich auch unbeschwerter, als wenn man im Arbeitsprozess steht, wo vielleicht jeden Tag eine Problematik rum ist. Und die sollten ja eigentlich unbeschwerter sein, wenn sie einfach nicht arbeiten müssen und grübeln müssen. Ja? Ich habe ja die Pensionierung total verschlafen. Total vergessen, ich habe nie daran gedacht, Emil, wenn du 65 bist, hast du das Anrecht aufzuhören. Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Überhaupt nicht. Nein, da bin ich noch in Amerika gewesen, das ist mir sowieso nicht in den Sinn gekommen, mich zu pensionieren und rumzuhocken und so. Nein, das ist sowieso, ich finde es einfach nicht so gut, wenn man muss eine Aufgabe haben und ich finde den Spruch immer gut, wo der Willy Milowitsch in Köln, der Schauspieler, Komödiant, gesagt hat. Wenn er ihn gefragt, wieso sind sie immer auf der Bühne mit 85, hat er gesagt, meine Zentrale muss besetzt sein. Wenn meine Zentrale nicht mehr besetzt, dann melden sich alle Organe. Und dann ist meine Zentrale voll und dann kipp ich. Energiequelle ist den Leuten Freude machen. Energiequelle ist schon ein Saal vor sich zu haben, wo einfach lacht. Das ist für mich manchmal wie ein Orchester. Ich weiss genau, wo der Lachen kommt, wo ein schwacher, wo ein grosser Lachen kommt. Ich bin fast wie ein Dirigent auf der Bühne und kann das ein bisschen steuern. Und das ist schon etwas Schönes, wenn die Leute, wenn die von den Theater mir alle sagen, Emi, es ist so schön, die Leute kommen alle mit einem fröhlichen Gesicht zum Theater raus und so. Ich meine, das ist so eine tolle Quittung, die man da bekommt, das ist schon ein Motor. Ja, Lebensqualität ist, wenn man sich nicht muss Sorgen machen, dass man irgendwie Betreibungen bekommen könnte, was auch passieren kann, wenn die Leute ein bisschen falsch rechnen, dass einmal finanziell einmal abgesichert ist. Und zweitens natürlich, dass man gesund ist. Das ist, läuft ja immer parallel nebendran mit und so. Das ist auch logisch. Und, aber
schöne Aufträge, schöne Arbeiten können machen. Und das ist der beste Motor und der gesündeste. Mir hat mal ein Arzt gesagt, Herr Scheiberg, ich kann Ihnen sagen, Männer, wenn sie 65 sind, mit denen geht es einfach nachher bergab. Das ist furchtbar. Die haben keine Aufgabe mehr, die haben keine Interessen mehr. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Mir hat mal einer gesagt, ein Bankler, ich muss nur noch 8 Jahre arbeiten, dann werde ich pensioniert. Nur noch 8 Jahre, haben gesagt. Und der, was machst du? Ja, wir haben eine Wohnung in Spanien unten und dann gehen wir dort ab und gehen ein Weile trinken und jassen ein bisschen. Ich dachte, ist das Lebensinhalt, bis sie 100 werden. Nur noch ein Weile trinken und jassen und die Sonne geniessen vielleicht. Da bin ich nicht einverstanden. Als ich einmal ein Heft gesehen habe von der Prozenektute mit diesen Programmen, wo den Leuten empfohlen wird, was sie alles machen können, vom Schachspielen, Sprachenlehren. Also, als ich das gesehen habe, ich dachte, das ist ja ein Paradies. Also, wenn du passioniert bist, dann kannst du ja nur auswählen, was würde mich interessieren. Videoschneiden lernen, Filmschneiden, Tonschneiden, Zeichnen, Malen, alles kannst du machen. Die Kurse. Also, ich finde, so ein Angebot, das ist wirklich für mich ein Wunder, dass das funktioniert und dass das aufrechterhalten werden kann. Ich finde das ganz toll. Und das ist eben das, was ich meine. Man muss beschäftigt sein, muss etwas Freude haben, dann geht das Leben einfacher, als wenn man nur um seine Sorgen herum studiert, den ganzen Tag einfach hockt und vielleicht nur noch Fernsehen schaut, wo sowieso am Fernsehen auch immer nur irgendwie traurige Sachen kommen.